Am gestrigen Sonntagabend gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Großbrand nach Pöhlau gerufen. Der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes stand in Flammen. Es brennt hier ein Dachstuhl von einem leerstehenden Gebäude. Das sind zwei Gebäude, die aneinander in einem T-Format aneinander gebaut sind. Da hat der Dachstuhl begonnen, angefangen im T oben und hat sich weiter ausgebreitet dazu. Wir sind hier mit der Berufsfeuerwehr in Zwickau und den Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Zwickau massiv im Einsatz, um den Dachstuhlbrand zu löschen. Die Ausbreitung des Brandes auf den ganzen Dachstuhl konnte eingedämmt werden, doch die Witterungsbedingungen bereiteten den Einsatzkräften vorerst Schwierigkeiten. Aufgrund der Witterungsbedingungen, Schnee und Eis, Klette, haben wir hier auch Probleme mit der Löschwasserversorgung, dass wir hier von verschiedenen Bereichen Löschwasser entnehmen mussten und über Tanklöschfahrzeuge herfahren mussten, eine Zisterne in Betrieb nehmen mussten und Hydranten in Betrieb genommen haben. Es gab aber auch noch ein anderes Problem. Und zum anderen ist das Gebäude hier auch mit den Drehleitern und mit anderen Löscheinheiten nicht gut zu erreichen, dass wir nicht sehr gut rankommen an den Dachstuhl, der offen gebrannt hat, um da effektiv löschen zu können. Das waren die zwei großen Probleme. Die Witterung natürlich bei Minusgraden und starke Schneedecke hier, wo wir die Hydranten natürlich auch nicht schnell gefunden haben. Anfangs war auch ein Innenangriff nicht möglich. Ein Innenangriff war am Anfang nicht möglich, weil am Anfang die Lage unübersichtlich war, die Löschwasserversorgung nicht stabil war, konnten wir am Anfang nicht in den Innenangriff. Mittlerweile, wo die Löschwasserversorgung stabil ist, können wir in den Innenangriff und können gezielt die Restablöschung auch im Innenbereich an verschiedenen gezielten Positionen durchführen. Aber die Hauptbrandbekämpfung werden wir durch außen, durch die Drehleitern vor allem durchführen. Zum Einsatz kamen die Berufsfeuerwehr Zwickau und die Freiwilligen Feuerwehren aus Pöhlau, Auerbach, Planitz, Oberhohndorf, Schneppendorf, Marienthal und Grossen. Damit waren es insgesamt 70 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen. Ebenfalls war der Rettungsdienst vor Ort, Verletzte gab es keine. Anhaltspunkte zur Brandursache gab es bisher noch nicht. Also dazu haben wir keine Anhaltspunkte. Wo wir hier angetroffen sind, stand der Dachstuhl schon massiv in Flammen und die Brandursachenermittlung der Polizei ist hier vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln.